Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Stellwerk 7. Heute sind wir mal in Nymburk oder Nymburk, je nachdem wie man es dann aussprechen will. Es ist ein netter kleiner Bahnhof, da hat es eigentlich ganz gut Verkehr. Und wir haben hier ein Ablaufwerk, mit dem werden wir noch sehr viel Spaß haben. Bei den Anschlüssen, wir haben hier da Velki Osek und Velki Osek Naklad, also für die Güterzüge hier unten. Und rechts oben haben wir Nymburk, Mesto, also regional, Lysanat, Labem. Hundertprozentig auch falsch ausgesprochen. Und Vellebiti oder Vellebi, irgendwie so. Eingleisig auf jeden Fall. Hier haben wir die Bahnsteige. Wir haben hier noch das Depot. Die Haltepunkte sind eher für Umsteigen vom Personal gedacht. Und jetzt kommt auch schon der erste Zug hier rein. Der möchte noch 4 das erste. Gut, das kannst du bekommen. Einmal auf die 4. Hier blinkt es auch. Ersatzlog 62413. Möchte ich dich haben? Kommt um 8,40. 109B willst du. Ich hol mal die Lok schon mal. Der kommt hier aus dem Berg raus. Und ich schick den momentan mal da hinten auf 106B. Und es ist so, dass meistens die Züge da rechts reinkommen. Fahren hier da in die Gruppe rein. Dann wird Lokwechsel gemacht. Rangierlok von hinten ran. Und dann wird es in den Berg hier reingedrückt. So meistens der Ablauf. SM10A. Das ist hier unten, der möchte noch 1,50. Das ist da. Kommen Sie mal rein. Sieh, sonst, was haben wir hier noch so rumstehen? 3C noch 3B. Der will eins weiter, kann ich dir auch schon mal geben. Mach wann auch immer du das tun wirst. Und 101 könnten wir schon mal in den Berg reinschicken. Sobald die Lok hier draußen ist. Ich habe hier übrigens die realistische Anzeige aus, damit ich hier sehe, was die Loks hier unten machen. Das ist ein bisschen praktischer. So, Kollege, fahren wir da raus. Jetzt habe ich gerade vorher die Planung für den Fahrtag gemacht. Hat ein paar Stunden jetzt nochmal gedauert für die Strecke. Mal schauen, wie es angenommen wird. Hat erst vorhin in Discord reingepostet. Also, wenn ihr das Video seht, dann ist entweder der Fahrtag schon längst vorbei. Oder ihr habt es schon gesehen. Aber diesmal wird die Strecke ein bisschen kürzer. Mal schauen, wie das dann läuft mit dem Disponenten. Das ist noch die große Unbekannte. Sag mal 3C eigentlich. Hast du ja schon bei 2 davon. So, hier wird es gleich frei. Dann schicken wir den 101er da rein. Oh, da ist ein kleines bisschen da für die Weiche. wer klingelt da? Ablaufberg. Ja, immer her damit. Was haben sie denn? 5B. 5B ist da. Wollen sie rein da? Perfekt, erledigt. So, 101. Bitte einmal in den Berg reinfahren. Ja, was haben wir hier? Komplette Durchfahrt nach Osek. So, fahren wir mal durch. Ja, das soll ich doch realistisch machen. Nein, lass es jetzt mal so. Ich finde es einfach so angenehmer.
wenn man hier so einen Ablaufberg hat. Das gleiche auch beim, was war das, Nürnberger Radschierbahnhof. Ist ein bisschen schöner zu sehen. Und ich denke mal halt, wenn ich jetzt da mein Häuschen habe, dann sehe ich die hier auch, was die gerade machen. So, wer ist der nächste? 98. Ich will von 98 aufs Depot, Betriebshalt. Und dann nach Oseg. Wo ist denn 98? Ach, das ist da. Um 41. Also müssen wir um 37 los, also jetzt dann gleich. Nachdem. Ich glaube, das stelle ich dir schon mal ein. Der auf der 4 kann von mir aus eigentlich schon mal losdüsen. Gut, dann haben wir hier die 106. Der fährt dann auch in den Berg rein. Sobald hier frei ist, schickt man gerade schon mal los. Je freier die Gruppe hier ist, umso angenehmer. Sizzle! Vorzeitige Abfahrt! Weg mit dir! Da oben ist übrigens das ganze Depotzeugs, wo dann die Wagen und die Loks stehen. Und die nächste Ersatzlok. Bei wem bist du? Ist der pünktlich? Der ist pünktlich für 48. Das ist auch so eine Berglok. Kommen Sie rein! Nachdem der in den Berg hier reingefahren ist. Ja, ich muss einfach nur merken, wo welche Rangierlok steht. Was bist denn du für einer? Der möchte auch hin, wo der da gerade hinfährt. Um 42. Ich glaube, ich stelle das auch schon mal ein. Alles leer machen hier. Ja, und den Bereich da unten, den müsst ihr euch bildlich so vorstellen, dass der hier drin ist. Die kleine Gruppe hier. Und in der Realität hätte es auch hier viel mehr Gleise. Aber der Bauer hat dann richtigerweise gesagt, das wäre dann ein bisschen too much gewesen. Deswegen ist das alles hier vereinfacht, so wie die meisten Sachen im Stellwerk sind. So, Ablaufberg. Was hast du für mich? 2B. Södele. Bitteschön. Sehr gut. Aha, der macht bei 205 eine kleine Pause. Gar kein Problem. Also die zwei Gleise da oben können wir generell nutzen, um hier Güterzüge mal ein bisschen zu puffern. Hier in Richtung Oseg. So. Nochmal. Achso, das ist jetzt der Berg, das ist die zweite Rangierlokomotive. Ich schick dich mal auf die 104. Jetzt kann die 98 doch nicht lauftickern. Was muss ich nehmen? Das mal kurz weg. Der Güterzug kann warten. So, 51 auf 32. Dich kann ich da auch mal runterschicken. 5B auf 5A. Auch das geht.
Scheiße, was ist das für ein Zug da? Ach, der will auf den Berg. Du willst den Lokwechsel auf der 103 machen. Gut, nachdem der EK-Ausfall hat, nehme ich sie gleich nochmal zurück. 103. Fahren Sie da auf. Das ist der 413. Das ist noch ein Stehlok, steht schon da hinten. Und Osig, Gleis 6. Okay. Da. Slowakei Hovandasani. Bis 9.14. Ja, mal schauen. Leider momentan keine Nachbarn da. So. Du kannst eigentlich weiter düsen nach deinem Betriebshalt. Einer auf 40, da, vorzeitige Abfahrt. Einmal auf Express. Okay, stellen wir mal die 110 nochmal ein. So, 110, 110, 110. Ist eigentlich eh einigermaßen planmäßig. Und tschüss, Fahrstraße kommt. Was los? Ach so. MA20, wo ist denn das? MA20. Ach, das ist da. Du willst nach PR204. Wo ist das? PR204. Ach, das ist da. Das heißt, du musst bei Schwarz rausfahren. 20 Schwarz. 204, 204 auf die 12. Und fährt dann als Osobovi weiter. S2. Und der nächste von Ablaufberg. So mag ich das. 8B. Ah, 2B, 2A. Kann ich dir auch schon mal einstellen? Fahr mal vor, bitte. Und diese Rangierlok da kann bei ihm schon mal hinten rein düsen, dann kann die Rangierlok da wieder reinfahren. Das werden wir noch öfter machen. 109. Ah, der bleibt dann länger stehen. Den konnte ich nicht vorzeitig wegschicken. Uh, 205, du kannst eigentlich weiterfahren. Minuten zu früh. Und wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, die Lok, was da drin ist, die will da ins Depot 19 bis 20 reindüsen. Da ist sie auch. Und ich habe richtig geraten. Sidre. Ab und zu werden auch da oben im Bahnhof Lokwechsel gemacht. Die kommen dann in der Regel hier von dem Depot. Dann müsst ihr die da entsprechend frühzeitig annehmen, dass ihr die da oben irgendwo parat habt, dass die da noch reindüsen kann. Und wir sind ein bisschen unterwegs von dem Depot nach dem Bahnhof da oben. Das kann man da theoretisch auf zwei Arten machen, dass man die da hier in den grünen Bereich reinfahren lässt.
dann wieder hier hoch auf 22 und dann in den Bahnhof. Oder man fährt hier einmal alles durch. Hier auf das Gelbe, lässt die da irgendwo warten. Oder auf 6, naja, kommt davon, wo der Zug steht. Man geht auf 6B. Und dann von da auf die Seite rein. Je nach Situation. So, du kommst da rein. Auf der 22, was haben wir denn da? Das sind alles außer Bobby. So. Der bleibt auch noch länger stehen auf 5a. Kuppelt mit 11a Lok wird umgesetzt. Hä? 48338 OD32 US. Okay. So, die haben gekuppelt auf der 103. Schickt man dann auch gerade direkt los in den Berg. Ist sogar ein bisschen zu spät. Ach nee, Moment mal. Erst um 9.42 sollen der da in den Berg reindüsen. Nö, 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 das geht heute bei mir ein bisschen schneller. Kollege, mach frei die Weichen. Na ja, komm, kleines Stück hier, ja, besten Dank. Vorzeitige Abfahrt. 103. Ich meine, das, ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube schon gesehen habt, aber ich will ja jetzt vermehrt anfangen mit Fotografie bzw. Realfilmen, also sprich nach draußen gehen mit Kamera, Züge filmen, also generell zum Zugverkehr. Habt mir dafür jetzt auch ein neues Objektiv gekauft für 799 Franken. Ey, die Dinger sind echt teuer. Das ist... Ja, Fotografie ist echt nicht billig. Es ist echt schlimm. Jedenfalls soll es in der Zukunft ein paar Videos geben, wo ich dann einfach von der Region die Bahn jetzt ein bisschen aufnehmen, also von im Bahnhof oder von der Strecke. Muss ich mal schauen. Ist noch ein bisschen Neuland für mich. Aber ja, nicht ganz. Hab's ja in Polen ja auch gemacht. Wobei, da habe ich mich mehr so auf die Bahnhöfe an sich konzentriert, weniger auf die Züge. Aber das will ich machen, weil ich denke mal, das könnte ganz gut ankommen. Das Einzige, was ich jetzt schon in Schwierigkeit habe, ist, immer schöne Spots zu finden, wo man halt die Züge fotografieren kann, ohne dass halt irgendwas das Bild stört. Was willst denn du? Du bist auf die 3. Und der andere, der will durchfahren. So, über die 2 und einmal durchfahren. Und wer klopft? Da klopft schon mal einer. Das ist wieder ein Zug für den Berg auf der 108. Ne, da fahren wir nicht hin. Du fährst auf die 103. So, der 103 und Ablaufberg. Auf 3B. Das muss ich, gebe dir schon mal eins weiter. So. 12a will nach Osek. Da musste mal ganz kurz warten auf die Zugkreuzung. 8b nach 8a.
Und der nächste von hinten auf Gleis 4. Warum die 4? Ist gerade ein bisschen unpraktisch. Man kann nicht auf die 1 fahren. Warte mal, kann ich anstatt 4 auch... Fahren wir mal auf die 1. Ich hätte drauf gehofft, dass man vielleicht da auf die 203, 205 schicken kann. Und der nächste, sag mal, jetzt sollte ich aber zugeschissen hier mit Zügen. S30 und 31 auf Gleis 18. Das ist hier unten. Es wäre schon mal programmiert. Läuft. Hier gebe ich dann gerade schon mal die Weiterfahrt, damit ich dich los bin. PR204. Ach, das ist der da oben auf Gleis 12. Können wir gerade machen, sobald hier frei ist. So, aber um nochmal zurückzukommen auf die Fotografie. Jetzt hat mir das gerade ein bisschen abgelenkt. Das Schwierige ist ja, da irgendwie schöne Spots zu finden. Also einerseits am Bahnhof hast du halt irgendwie schlecht irgendwo einen Spot, wo der halt nicht irgendwie am Mast oder sowas, wo die Linse da irgendwie reindrückt. Naja, der will auf 1. Ein R. Und jedenfalls dann auch das gleiche mit der Strecke, dass du da halt irgendwo halbwegs nah ran kannst, wo vielleicht kein Zaun dazwischen ist, zwischen dir und der Bahnstrecke. Und ich habe mich gefragt, ob es jetzt sogar eine App gibt oder so, wo Empfehlungen drinstehen, was gute Fotospots wären. Bis ein Trainspotter. Nummer 1. Ah, jetzt auch. Gehen wir jetzt hier mal weg. Und zumindest wenn man am Bahnhof steht, also am Bahnsteig, dann wäre irgendwie so ein Klappsessel nicht ungeil. Aber wenn man die ganze Zeit so rumläuft, hin und her, vor und zurück, und dann nicht einmal sitzen kann, geht's ein bisschen auf die Füße. So meine Erfahrung. So, die Lok ist bereit zur Abstellung. Die fahren alle ins gleiche Depot. So, eingestellt. Die Rangierlok da hinten. Fährt da hinten rauf. SM3B nach 3A, das habe ich ja schon gemacht. Da komm, fahr mal los. Und der Dreier da oben, der fährt dann später auch nach links weg. Wobei, ich sehe jetzt gerade, ne? Ich habe ja mal gesagt, dass man ja auch hier oben manchmal Lokwechsel macht und dass man da entweder hier die über machen kann oder über gelb. Aber ich sehe ja gerade hier von rot hast du ja ebenfalls die Verbindung, sprich. Ah, ne, Moment.
Das war eine totale Hirnfahrt, weil für Rot müsste ich hier bei Schwarz reindüsen. Also muss ich da sowieso nach oben. Was will der? 12a. Es könnte ein bisschen dauern. Oblaufberg möchte noch 7b. 7. Ich gebe ich dann auch schon mal eins weiter. Der andere, der fährt ja aber nicht auf 12. Schau mal den Gott. Ach nee, der ist generell auf 12. Komm, fahr mal kurz da hinten rein, bitte. Gleis 1 nach Oseck. Ausfahrt kommt. Und 103 für den Berg. Und du kannst hier mal eins weiterfahren. Der nächste, was? Lok setzt um auf Gleis 4. Okay. Also mal kurz schauen. Setzt um auf 4, dann fährst du auf 204. Das ist da. Und fährt dann auf 24 da unten in die Abstellung. Und geht dann. Ah, ja, okay, das wird aber generell abgestellt, weil der fährt erst um 18.12 Uhr wieder weiter. Okay, das können wir machen. Könnt ihr den Lokwechsel nicht auch da unten machen? Beziehungsweise. Der ist doch irgendwie. Ja, gut. So direkt darunter schicken geht ja gar nicht. Da kann ich keine Zugfahrt machen. Und ansonsten wäre es natürlich geiler gewesen, gerade direkt rein. Also sprich. Gar nicht so ungeil, wenn hier unten ein Signal stehen würde. Oder hier bei Gelb hier da vorne noch. Wenn er dann aus da oben fahren könnte. Wobei dann rechts sind nur 26, 28. Also schon hier. Ich denke mal, die 3 kann ich schon mal einstellen. Eins nach, ja, ja, ich denke mal schon. Das wäre es. Du wirst dann weiter rangieren nach 204. Da möchte nach 32, 36. Das ist das hier. Der ist ja eh nur am Fahren. 12a. Machen wir mal das vorzeitige Abfahrt. Okay, 103. Vorzeitige Abfahrt. Der aus Oseck möchte nur auf Gleis 2 und dann weiter. Passt. So, da hat er sich gemeldet. Bereit zum Umsetzen. Jo, gleich.
7W7A. Auch du kannst schon mal eins weiterfahren. Ich würde es irgendwie geil finden, wenn auf dem Ablaufberg viel schneller die Sachen rauskommen würden. So wie beim echten. Gerade einer nach dem anderen. Und die ist einfach technisch ein bisschen blöd zum Umsetzen. Aber besser als gar nichts. Sag mal, der auf Gleis 6. Du bist noch labern. So will es auch der. Ja, lass mal den mal durchdüsen und dann können wir ja eventuell schauen, dass wir die 6 losschicken. Mehr knapp 14 Minuten zu früh. Söderle, komm rein. Ich will gerade mir überlegen, wie schicke ich den zurück? Ich würde sagen, über die 8 macht irgendwie Sinn und dann auf W4 und W4 dann wieder zurück auf die 6. Ich denke, das sollte passen. Minus 52. Geht es normalerweise andersrum, mit einem Plus davor. Ja, die 2, Ausfahrt. Bitteschön. Aha, ist gerade eine Doppelausfahrt. Da sind ja beide um 1 nach. Und als nächstes dann der 18er. Auf die eingleisige Strecke da unten. So, Kollege. Ah, ich kann auch nicht. Nicke. Ah, jetzt. So, und die 6 gerade als nächstes. Ich sagte schon mal, dass du abfahren kannst. Zumindest mal bis zum Signal. Also na, der bewegt sich ja eh nicht. Solange das Signal hier nicht irgendwas macht. Und was haben wir hier? 1 Betriebshalt. Und dann noch 203. Ah, 931. Schnecker durchfahren. Ich glaube, ich muss sagen, da mal Depot. Und dann soll er gerade schon mal verschwinden. Heute Express Service. Okay, gehen wir da S31 von 18 schon mal Ausfahrt. Und die 12 fährt dann nach Laban. Wo der Kollege jetzt gerade fährt.
sollte mir nicht allzu sehr stören. 2 Minuten. Also mit dem Hintergedanken, dass die S-Bahn eh überall stehen bleibt. Aber schlauerweise, glaube ich, hätte ich jetzt mal kurz warten sollen. Mit dem Zug. Den habe ich ehrlich gesagt ein bisschen übersehen da unten. So, Osek. Fährt nach Mesto. Okay. Über die 2. Ja, gut. Ich stelle das mal so ein. Und dann die 14 nach Welle Libi. Nach Well. Der 8 ist jetzt auch langsam mal auf der rechten Seite. Ja, für ihn ist dann gleich mal frei. Ja, gerade ein bisschen ruhig. Du, weiterfahren. Und nach meinem Depot weiterfahren. Ich will dich nicht hier drin stehen haben. Am liebsten würde ich ihm jetzt hier schon sagen können, nee, du bleibst nicht da stehen, du fährst gerade durch. Das wäre ein schönes Feature. So, Kollege. Man kann schauen, um 9.09 Uhr. Hätte ich jetzt gerade blockiert. Der 14er muss um 9 nach wegfahren. Ne? So, da. Das heißt, du müsstest mal nach da oben reindüsen. Wer will was? Ablaufberg. 9a. 9. Sehr gut. Was? LV48338. Wo denn? Hä? Sag mal. Ach, da. Hey, warum tauchst du da in der Liste nicht auf? An der OD 32 nach SM 51. OD 32. OD, OD. Wo ist OD? Hey, bin ich jetzt doof? Achso, ja, das da unten ist OD32 und dann SM51. Ja, komm. Trotzdem, wieso sehe ich das hier nicht? Hm.
Komische Sachen, die hier passieren. Achso, ist noch belegt da oben, da kann ich weiter. 201. Zeigt er mir auch noch nicht an. Ach nee, da. Auf dem Depot. Abfahrt. Ablaufberg. Was willst du machen? 1A. So, schnell nach da oben. Oh, und jetzt haben wir einen von Mesto. Du willst auf die 3, ist 12. Kein Problem, fahren Sie nochmal rein. Also der Zug, der nervt mich gerade ein bisschen. Beziehungsweise die Lok da. Trotzdem schräg, dass der nicht da gewesen ist. So. 1,50 und dann auf die 301. 300, 301 und dann wieder. Ja, der fährt einfach nochmal auf die andere Seite. Okay. Oh, Gott sei Dank ist hier nochmal ein Rangiersignal. Ich dachte jetzt gerade, der muss hier bis ganz nach hinten düsen. So, was willst denn du? Gleis 1, Durchfahrt. Der hat keinen Bock auf unsere Station. Na, dann fahren sie halt. Was eigentlich auch witzig wäre, ein Stellwerk 7 wäre so eine Umsetzung von einem mechanischen Stellwerk. Wo du so irgendwie so virtuelle Lieber da hast, wo du dann ziehen kannst, so wie in, wo war das? Simsic. Ich glaube, Simsic war das. Da gibt's teilweise so ein paar Weichen, die du dann da so virtuell mit diesen Hebeln dann ziehen musst. Gekoppelt! Fahren Sie einmal da runter und dann da wieder rein. So, der Kollege ist jetzt auch da oben. Fahrst mal wieder auf die 4 rein. Ich will dich da weghauen. So, vorzeitige Abfahrt. Düse weg da hinten. Und 5 Minuten auf 301 stehen. Da lasst es sich aber Zeit mit dem Richtungswechsel. Wobei, gut, das ist jetzt sowieso einfach nur Richtwerte. Muss man jetzt fairerweise sagen.
Ja, aber sieht es nach aus? Der fährt um 16 nach 51 und geht dann auf die 30. Der macht dann genau das gleiche wie der jetzt hier. Ja, bei 1A. Der wartet noch auf Kuppeln. Der Ausfahrt, der ist am Machen. 109 steht noch ewig lang rum. Der ist auch am Kuppeln warten. Der auch. Der nicht mehr. Die werden abfahrbereit. Theoretisch. Also beziehungsweise wird jetzt, I guess, der ganze Zug hier nochmal kontrolliert. Zwischen 9 und 11.42 Uhr. Das ist ganz schön lang. Gut. Auch der steht wieder ewig. Ja, das ist echt so lange, zum Güterzug durchzuchecken. Nachdem er da zusammengestellt worden ist. War mir schon klar, dass du jeden einzelnen Wagen da prüfen musst. Mit Bremsen und Co. Mit Abnahme. War doch so lange. Ja, wobei, gut. Ich glaube, da wirkt das jetzt noch gut, aber wenn das, keine Ahnung, so ein 600-Meter-Zug ist, bist du vielleicht doch ein bisschen länger unterwegs, wenn du da alles prüfst. Ersatzlok 107. Schauen wir mal. Jo, komm mal rein. Du fährst schon mal da hinten rein. Okay, 9A nach 1.50. Osek fährt wieder durch. Viel Spaß. So, Gleis 4 auf 204, auch dich stelle ich schon mal ein. Sehr gut. Dann kannst du da schon mal vorzeitige Abfahrt machen. Gleis 1, 205. Jetzt lass mal gucken, da fährt noch Osek. Der nächste für Osek. Kommt um 9.28. Mit 4 Minuten Verspätung. Ah, ich glaube, den schicke ich schon mal vor. So. Zwei null eins. Ja, 1A sagt tschüss. Auf dem linken Gleis nach Naglatta. Sehr gut, einer weniger. Ah, und 3 nach Mesto.
Auf dir gebe ich schon mal eine Fahrstraße. Und dann habe ich bis 35 wieder Ruhe. So, und du fährst da wieder rein. Warte mal. Achso. Muss es ja jetzt rein Stierfahrt machen. Die 51. Lass mal kurz gucken. Auf die 30. Vorzeitige Abfahrt. 62501. Lass mal kurz gucken. Will ich dich auch schon mal haben? 4 Minuten Verspätung. Fahrmäßig auf der 101. Ja, gut, kommen Sie rein. Es klingelt von Berg. Und auch du fährst dann nach da oben. Also er kann es noch nicht machen. Hundertundeins, vorzeitige Abfahrt. Nachschauen, ob ich da eine Info habe, warum eigentlich da unten die Züge auf links fahren. Jetzt tun wir mal die Info mal nach da oben. Was schreibt der Bauer eigentlich so? Ihr steuert hier einen wichtigen Bahnhof östlich von Prag. Neben dem Personenbahnhof habt ihr einen großen Güterbahnhof mit einem Ablaufberg zu steuern. Der Bahnhof ist Teil der Orient East mit Rail Freight Corridor RFC 7. Sowie dem Czech-Slovak Rail Freight Corridor RFC9. Dies aber nur in Umleitungsfällen. In Stellwerksheim ist der Bahnhof zur besseren Orientierung in Gleisgruppen sortiert, da wir sonst unter anderem Probleme mit doppelten Gleisnummern haben. Der Bahnhofskomplex wird von mehreren Bahnhofsvorstehern, Fahrnetzleitern, Weichenwärtern und Signalisten bedient. Die Sicherungstechnik ist elektromechanisch, daher sind die Fahrmöglichkeiten doch stark eingeschränkt. Gerade im Bereich des Rangierbahnhofs fast nur ein Einrichtungsbetrieb möglich. Bahnübergänge sind hier nicht abgebildet. Das wäre mit dem schon relativ gequetschten Gleisbild zu viel. So, die haben wieder gekoppelt. Sehr gut. 32. Wo ist 32? Ist jetzt schon wieder nicht angezeigt. Da ist er. Warum nicht? Oh, die fehlt in meiner Liste hier. Verstehe ich jetzt nicht. Da. Da ist er einfach nicht vorhanden. Aber da in der Liste sehe ich ihn. Sehr schräg. Wenn jemand weiß, warum das so ist, gerne in die Kommentare reinschreiben. Gut, jetzt muss ich ein bisschen da auf die linke Seite gucken. 201. Du kannst wegfahren. Und keiner in der ganzen Region gerade. Okay, tun wir mal kurz weiterlesen.
Es herrscht reger Zugang an Schienenverkehr, ja, dass man mitkriegt. Das Stellwerk ist da auf keinen Fall für Anfänger geeignet. Na gut, so extrem viel ist zumindest jetzt gerade nicht los. Gleise NY, Personenbahnhof mit 3 Bahnsteigen, 7 Bahnsteiggleise. Bahnsteig 1 ist ebenerdig, Bahnsteig 2 und 3 per Unterführung zu erreichen. Aufgrund der häufigen Doppelbelegung auf Bahnsteig 2 und dem Kuppeln der Züge wurde für den SIM-Deckungssignal eingebaut. PR, also die Gleise PR sind Vorbahnhof und da kommt ein Zug für den Berg. Renanterweise für 107, das machen wir nicht. Du fährst auf die. Was machen wir denn? Auf die 102. Sehr. Okay. Vorbahnhof. Ihr habt hier die Möglichkeit, in Richtung Güterzüge zu puffern. Das habe ich euch hier schon erzählt. Einfahrten aus Osig sind in die Gleise 203 und 205 nicht möglich. Also sprich von links da oben rein. DPOV-Gleise, das ist das dort. Das ist die Werkstatt. Da werden vor allem die ganzen E-Loks repariert und Hauptuntersuchungen gemacht. Personenzugwagen stehen dort. Und ja, die Gleise VJ ist die Einfahrgruppe, SM sind die Richtungsgruppen, O die Ausfahrgruppen und MA sind die Rangier- und Abstellgruppen. Ja, da muss ich jetzt noch ganz kurz warten, weg gleich frei. So, was haben wir noch Besonderheiten auf der Anlage? Nach welcher Ursache einer Güterzugstrecke herrscht Linksbetrieb? Im Nachbarstellwerk lässt sich ein fehlgeleiteter Zug nur schwer wieder in das Regelgleis bringen. Interessant. Daher haltet immer Absprache mit eurem Kollegen in welcher Ursache. Die Umfahrungen im Güterbahnhof sind nur in einer Richtung befahrbar. Entsprechende Notizen sind im Gleisbild vorhanden. Und Ersatzloks für Züge in Richtung Berg 1 bis 29 bietet uns Zugendekuppeln. Nachbart Lüser, Nad Laben und Welki Osek ist der GBP vollumfänglich ausgerüstet. Beachtet dies bei euch nicht so ist. Im Falle einer Störung lasst euch die Güterzüge zurückhalten. Im Personenbahnhof kommen die Personen und Güterzüge teilweise stoßartig. Bewahrt Ruhe und fertigt einen Zug nach dem anderen ab. Teilweise sind gute Reserven vorhanden. Und bei Verspätungen sind natürlich die Züge mit höheren Kategorien vorrangig zu behandeln, aber das ist sehr Standard. Scheiße, ich hab da gerade irgendein so ein Riesenvieh da rechts oben bei mir auf der Wand oben. Das ist so Heuschrecke. Ich muss mich da gleich mal um das kümmern. Das macht mich gerade nervös. Was willst denn du? Ne, mit Durchfahrt. So, Durchfahrt wäre eingestellt. Der auf der 30. Ach du Scheiße. Ich muss hier kurz unterbrechen. Warte, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das Ungeziefer ist entfernt. Das hat mich gerade sehr nervös gemacht. Das war so ein knappen Meter von mir weg an der Wand. Nee, das kann ich echt nicht ab, sowas. Genauso wenig wie Spinnen und so. Naja. So, 32, was willst denn du machen? Und du bist ausfahren. Kann man gleich machen. Na, mach mal eine kleine Rangierfahrt. Ja, kommen sie raus. Und dann bist du auf die 110. Perfekto. So, dann die Rangierlok muss jetzt da hinten noch rein. Die fährt dann auf die 102. Wobei hier steht noch die Lok, die muss danach hier in das Depot rennen. Sehr gut.
So, fahren Sie dem mal bitte hinterher. Das ist das zweite Mal, dass dieses fette Feed bei mir gewesen ist. Ich frage mich, was die überhaupt dazu bringt, da reinzufliegen. Ob es die roten Vorhänge sind oder so? Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da macht er doch irgendwie ein Fliegengitter hin oder so an dem Fenster. Ja, hatte ich auch mal. Aber hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Und ich schaue gern raus. Also komplett raus mit rauslehnen. So, 8a. Kommen Sie rein. Wobei, vielleicht wäre so eine Option, wo du in der Mitte irgendwie so aufmachen kannst mit Magneten. Naja, es wird doch eh wieder bald wieder kälter und dann habe ich das Problem nicht mehr. Das ist nur so ein Sommerding. So, die nächste Ersatzlok fragt an. Er kommt um 10. Ja, komm, bereitstellen. Und da ist sie auch schon. So, du fährst auf die 102, dankeschön. Die 2 weiter vorn. Okay. Sehr gut. Der Kollege auf der 30, wann fährst denn du los? Um 7 nach. Fahrt nach Welle Libby. Bleibt aber 110 nochmal im Moment stehen. Ja, alles klar. Ja, so viel zum Thema. Die sind nur in eine Richtung befahrbar. Beziehungsweise, ja gut, mit der ganz normalen Zugfahrstraße. Dann stimmt schon. Aber da das elektromechanische Stellwerk mal angucken, das wird bestimmt interessant. Wobei, da war es so ein Stellwerk in Mehrzahl. Das wird schon Spaß machen. So, du kannst auch eine Sektion weiterfahren, nach da oben. Und du fährst bitte raus, weil ich brauche das Bergleis. Acht, nach Usek. Bitte schön. Fahrstraße wäre da. Ich glaube, da vorhin wäre eine Webcam nicht schlecht gewesen, wenn die wieder an ist. Ich habe die Kamera, aber ich zeige sie euch nicht. Einmal in den entsetzten Bravura. Gelb ist. Alter, die nächste Ersatzlok. Ist aber der einer für den Berg, der kommt um 6 nach. Ach ja, was soll's. Immer her mit den Loks. So, die erste da mal durchfahren. Der eine Zug da, der ist doch, glaube ich, für. Der wird erstmal auf Gleis 6. Gleis 6. Wo ist der Zug?
Nee, das ist er auch nicht. Oder ist er das? Ja, doch. Ach, Lobbern. Bitte schön. Na, wobei. Ach, shit. Da muss natürlich jetzt gerade ein Zug hier kommen. Was bist du für einer? S120, Gleis 14. 14, 14, 14. Komm. Mach uns das und dann schicke ich dich hier raus. Du fahrst bitte da oben rein. Irgendwie ist die zweite Lok, die da hinten fährt, schneller als die erste. Eingestellt, okay. Die Lok ist auch erledigt für das Depot. Da hat es bestimmt noch diverseste Handweichen in dem Bahnhof. Vor allem gerade so in dem Bereich da unten, würde ich jetzt mal raten. Kannst du jetzt noch nicht die Vorstraße machen? Deswegen der Weiche hier. Ja, es ist tatsächlich wegen der Weiche da. So, jetzt kommt's, dann bin ich dich los. 101, 101, da. Vorzeitige Abfahrt. Minus 41. Das läuft. Ja, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich eine Fliege hier drin, die mich nervt. Ah. Heute ist nicht mein Tag. Oh, hau ab. Dass die vor allem immer an einen Rand fliegen müssen. Anstatt dass sie irgendwo anders hinfliegen. Nee, die müssen immer die Menschen nerven. Guck mal, 101. Du bist am Düsen, oder? Ja. Da kommt wieder was vom Berg. 10a. Da bleibt er nur kurz stehen. Okay. Den könnten wir dann eigentlich gerade wegschicken. Wieder ein für Gleis 1, kurzer Halt bis 5:50 Uhr und Ausfahrt. Easy going, plus 1. Ja.
eigentlich, ich könnte mal so eine Rangierlok da hinten oben auch noch parken. Muss jetzt mal ein bisschen weiterfahren. Aber warum eigentlich auch nicht? Ich glaube, ich... Ne, halt. Das geht ja gar nicht, weil du kommst ja da gar nicht rein. Der müsste doch das... Nee. Das war ein Hirnfurz. Ich komme von da nicht rüber. Da bräuchte ich nochmal so eine Verbindung nach da unten. Das wäre praktisch. Ja, dann bleibst du da stehen. So, OSEC. 12A. So, bitteschön. Und die 102 können wir auch losschicken. Und jetzt ist wieder leer. Minus 46. Das macht Spaß. Ansonsten alles on time. Weitestgehend. Ja, das obere Gleis ist doof. Ich meine, das da ist ein Fahrgleis, da kann er nicht stehen. Da sowieso nicht, weil da ständig Züge durchfahren. Da oben komme ich gar nicht hin. Oh, jetzt ich habe erst jetzt gesehen, Ende Oberleitung auf dem Gleis da. So. Das erklärt den Lokwechsel. Das ist mir bis jetzt echt nicht aufgefallen, dass da Ende Oberleitung steht. So, Gleis 6. Ich glaube, du kannst losfahren. Da ist erstmal nichts los. Minus 12 Minuten. Und als nächstes kommt der öse Bobby. Verdammt, 5 nach weg. Ja, das geht sich ja aus. Ja, was willst denn du machen? OS ausfahren lassen. 91. 91. Wo ist 91? 91. Ach, das ist da oben. Welchen Osobobi meinst denn du da? Ach, den da. Ne, Moment mal. Der 12A möchte ins Depot fahren. 12A nach 32. Kannst du eigentlich schon mal losdüsen? So, ja, dann ist es der Osobobi da auf Gleis 3, den wir zuerst wegfahren lassen sollen. Gut, gut, steht Mama. Bitteschön. Fahrstraße hätten wir mal. RLZUS, das ist neu. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hä? Wo ist das? Ach, da! Was willst du machen? 109A, das ist da oben, 110. Ja, und fährt dann auf die Dieselstrecke. Ja, easy. Dobrovice, Endziel. Oh. 948 für Gleis 2. Bitteschön.
Und Ablaufberg meldet sich auf 3A. Ist dann 3A fertig? Ja, der kuppelt jetzt so mit dem Wagen nach und fährt dann nach einer Glatt weiter. Ich muss sagen, ist ganz angenehm, das Stellwerk hier. Wird vermutlich noch viel spannender, wenn man hier Verspätungen hat. Wenn man dann hier ein bisschen rumschaglieren darf, weil momentan sind die Zeiten, gut, es ist 10 Uhr, relativ normal. Der will jetzt bis 28 auf 203 stehen. Der nächste für Osek braucht ein bisschen. Jetzt kommt hier von der Dieselstrecke was. Dieselstrecke. Ach, die gleiche Übung auf 108. Du fährst nicht auf 108, du fährst auf 101. So, Einfahrt steht. Gut, 91 auf 203 fürs Erste. Ja, 109 ist auch ready. Fahren wir auf die 110. Vorzeitige Abfahrt. Die 2 ebenfalls Ausfahrt. Ach, warte mal, 10A. Ich konnte dich ja verfrüht schicken, oder nicht? Ja, vorzeitige Abfahrt. Wir 10 Minuten zu früh. Die Firma dankt. So, wo wollen wir hin? 5A. Kein Problem. 5, 5, 5, 5. So, wie ist der Stand mit 5A? Der kuppelt hier nochmal und dann einmal die Umsetzübung da unten wieder. Die nächste Ersatzlok. Also mal kurz schauen. 14. Da warte ich noch einen Moment. So, wobei ich würde mal sagen, also rein so vom Angespielt, denke ich mal, reicht das erstmal für das Stellwerk. Ich glaube, hier schaue ich auf jeden Fall mal zur später Stunde nochmal vorbei mit Verspätungen. Weil es dann vermutlich hier ein bisschen crunchy wird. Vor allem da oben dann mit den Lokwechseln und Co. Ja, aber so overall von der Benotung her, von 1 bis 10 Punkten, 10 ist das Beste. Würde ich jetzt schon mal sagen, so vom Spaß- und Schwierigkeitsfaktor, aber bei, haben wir was getrennt. Spaßfaktor würde ich jetzt schon mal so 7,5 geben. Und von der Schwierigkeit her, also wenn es jetzt hier so normal läuft, würde ich sagen, ist es so eine 4 bis 5 Durchschnitt. Das wird sich auch vermutlich ändern mit ganzen Verspätungen, aber so ist es eigentlich relativ gleich. Ich meine, da sieht den Ablaufberg, das immer gleich. Dann hast du hier unten die ganze Lokumsetzübungen. Es ist ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen nervig, dass hier unten die Züge nicht angezeigt werden. Also zumindest nicht mittig. Und hier hat auch das gleiche. Züge kommen rein, Loks da ins Depot reinschicken, Rangierlok hinten ran, rein in den Berg und fertig. Ja,
Soweit der Überschau und natürlich da oben puffern mit den Güterzügen. Also gerade mit Verspätungen wird das dann interessant da oben. Ja, doch, gefällt mir. Mal schauen, was wir dann als nächstes machen für einen Unfug hier in Stellwechsel. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.